Ein Überblick über die Ereignisse seit der letzten Nacht. Alexander Stenzel ist uns zugeschaltet aus Kairo. Herr Stenzel, wie ist die Lage im Augenblick in der Stadt? Ja, es sammeln sich immer mehr Mursi-Anhänger in Nasser City, in dem Stadtteil von Kairo. Viele Frauen und Kinder sind dabei. Es werden wieder viele Zehntausende sein. Das ganze Gebiet ist ja mit so einer Art Schutzwall eingekesselt. Die Mursi-Anhänger wollen sich verteidigen, falls die Sicherheitskräfte dann demnächst kommen, um das Zeltlager zu räumen. Und das ist genau der kritische Punkt, vor dem hier viele Angst haben, weil es dann wahrscheinlich zu sehr heftigen Straßenschlachten kommen wird. Im Moment gibt es mehrere Protestzüge durch Kairo, sind auch verstärkt Sicherheitskräfte zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass ja jetzt, also heute direkt am Abend, das Zeltlager von Sicherheitskräften gestürmt wird, um es zu räumen. Aber es könnte sein, dass dies am Wochenende passiert. Westerwelle ist abgereist. Am kommende Woche kommen zwei US-Senatoren nach Kairo. Und in dieser Lücke könnten möglicherweise die Sicherheitskräfte versuchen, das Zeltlager zu räumen. Es kann aber auch sein, dass man das Ende des Ramadan abwarten will. Wie sehen Sie die Rolle der Übergangsregierung in dieser Situation? Wie besonnen geht sie in dieser Situation mit den Demonstrationen und mit dieser angespannten Lage um? Also im Moment kann man sagen, noch klug. Also die Sicherheitskräfte halten sich ja im Moment noch zurück. Aber es wird wahrscheinlich der Tag kommen. Die Drohung ist ausgesprochen. Die Regierung sagt, das Protestcamp ist illegal, es muss geräumt werden. Die Islamisten blockieren auch mehr oder minder einen ganzen Stadtteil. Das hat durchaus seine Berechtigung. Also der Tag wird sehr wahrscheinlich kommen, wo die Sicherheitskräfte dorthin gehen werden. Ich vermute mal eher in den frühen Morgenstunden, also wenn Frauen und Kinder eben nicht mehr da sind. Aber es leben in diesem Protestcamp, in diesen Straßen Zehntausende, man weiß es nicht ganz genau, es könnten so um die 50.000 sein. Das heißt, dass man wahrscheinlich so mindestens 25.000 Sicherheitskräfte braucht, um dieses Camp dann in einem Schlag zu räumen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das dann zu sehr, sehr heftigen Straßenkämpfen führen würde. Herr Stenzel, wir sprechen immer von zwei Lagern in Ägypten. Diejenigen, die Mursi unterstützen und diejenigen, die gegen ihn sind. Gibt es keinerlei Kräfte dazwischen, die hier vielleicht sogar tatsächlich dem Ganzen noch eine andere Wendung geben könnten? Also den Vermittler, der da irgendwie zwischen die zwei Lager zusammenbringen könnte, den sehe ich im Moment nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Muslimbrüder wirklich absolut verbohrt und dickköpfig sind. Sie beharren darauf, dass Mursi wieder das Präsidentenamt ausüben kann. Die Muslimbrüder sind jenseits der Realpolitik, weil sie isolieren sich ja nicht nur sich selbst, sie werden ja auch international isoliert. Westerwelle hat mit seinem Besuch de facto die Übergangsregierung anerkannt. Die Aussage vom US-Außenminister John Kerry, er sagt, es ist kein Militärputsch, sondern im Grunde genommen eine Revolution. Er hat es legitimiert. Und trotzdem bewegen sich die Muslimbrüder nicht. Sie entwickeln offenbar keine Exit-Strategie, keine Möglichkeit, wie sie einigermaßen politisch unbeschadet aus der Situation herauskommen können. Ganz herzlichen Dank, Alexander Stenzel, für Ihre Informationen aus Kairo.